Hallo, ich bin der Tom und willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Timoleonische Spiele. Hui, bumm. Ja, es geht los. Wir spielen T-Spiele seit einer langen Zeit mal wieder. Aber ich denke, die meisten von euch müssten wissen, um was es hier in diesem sehr tollen Spielmodus geht. Falls nicht, gebe ich euch eine kurze Erklärung ab. Das Ziel ist es, einfach als Letzter zu überleben und alle anderen zu töten. So. Man kann durch Beacons sich zu anderen Spielern teleportieren. Da diese Welt unendlich groß ist, es gibt also keinen Border oder keine Begrenzung. Sehr ominös übrigens. Und man kann sich auch durch diese Beacons Items holen. Wenn man eben um diese Beacons herumläuft, hüpfen da so ein paar Items raus. Meistens Eisen, Kohle, Leder, Holz, Essen. Halt, was man zum Kämpfen braucht. Genau, und da ich gerade sehr angriffslustig bin, würde ich sagen, anstatt um einen Beacon herumzulaufen, gehen wir gleich mal in einen Beacon rein und gehen zum ersten Gegner, einem Supporter namens Vadium. Beep. Ich mache dieses Video nicht aus keinem Anlass. Und das war übrigens eine Litotes, ein Stilmittel aus der Literatur, was so viel bedeutet, dass dieses Video einen Anlass hat. Und der Anlass, der ist nämlich folgender. In naher Zukunft habe ich vor, meine Videos etwas regelmäßiger zu bringen. Sprich, ich möchte eine feste Upload-Zeit haben. Dazu brauche ich aber eure Hilfe, denn allein schaffe ich das nicht. Ich schaffe es einfach nicht. Ich schaffe es nicht. Okay. So, tut mir leid für meinen kleinen aggressiven Exkurs. Wir fahren jetzt mit dem Thema fort, denn es ging ja gerade noch um die Uploadzeit. Wenn ihr mir in die Kommentare schreiben würdet, hier schön mal ein Konjunktiv benutzt, OMG, what the fuck. Ich hatte eine Kartoffel, er möchte Hard Potato spielen wahrscheinlich. Aber mein Freund, so geht das nicht, Lenny. So. Schon wieder einen kleinen Exkurs gehabt. Diesmal war er weniger aggressiv, aber dafür eher etwas brutal. Also falls ihr ein schwaches Gemüt habt, dann hättet ihr jetzt ausschalten sollen. Ich hätte euch vielleicht vorwarnen sollen, aber dieses Spiel ist sehr brutal und blutrünstig. Okay. Beep. So, neben den ganzen Exkursen möchte ich jetzt natürlich auch mal das Thema ansprechen. Also wenn ihr mir in die Kommentare schreiben würdet, um welche Uhrzeit ihr denn immer so aktiv YouTube-Videos schaut oder um welche Uhrzeit ihr halt am meisten Videos schaut, dann würde mir das bei meiner Wahl, wann ich denn die Videos veröffentliche, sehr helfen. Ja, denn ich möchte mal herausfinden, ob ich es denn überhaupt schaffe, so eine Upload-Uhrzeit einzuhalten. Upload-Tage werde ich nicht machen, vorerst noch nicht, vielleicht irgendwann. Naja, auf jeden Fall, wenn ich dann eine Upload-Uhrzeit festgelegt habe, ist diese auch nicht absolut. Heißt, ich werde sie nicht immer einhalten, aber oft und größtenteils, also ich würde halt gerne wissen, ob ihr das halt eher abends oder morgens schaut oder mittags oder nachts oder 3 Uhr morgens, keine Ahnung, wenn ihr gerade so auch einen Nachttee trinkt. Ja, ich denke, ihr wisst, wie ich es meine. Deswegen würde ich mich echt freuen, wenn ihr mal hier so in die Kommentare schreiben würdet, einfach mal so einen Kommentar da lassen, ja. Ich schaue dann Videos meistens gar nicht, aber wenn ich sie schauen würde, dann würde ich sie auch nicht schauen. Beep. Okay. Beep. Übrigens gibt es jetzt ja bei YouTube eine neue Funktion in den Kommentaren. Auf die werde ich in einem anderen Video eingehen, nur es gibt ein kleines Problem. Diese Funktion funktioniert bei mir irgendwie noch nicht und wenn diese bei mir funktioniert, habe ich nämlich mit ihr etwas vor. Keine Angst, es wird nichts Barbarisches sein, es wird etwas, ja, sehr Community-bezogenes sein. Also ich finde diese Funktion echt cool, aber ich möchte die halt auch erstmal haben. Die habe ich auch noch nicht. Beziehungsweise tatsächlich habe ich sie auf meinem Zweitkanal, TomSlime. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, da gibt's Let's Plays, da mach ich jetzt wieder aktiv Let's Plays. Ich hatte eine kurze Pause da gemacht von den Let's Plays und ja, beep. So, es lebt nur noch ein Gegner, nämlich der Müller Della. Okay, ich bin relativ gut ausgerüstet, wir sind kampfbereit. Ich würde sagen, uns steht nichts im Wege. Quartz, oh, okay, er möchte meine Koordinaten wissen. Ach, da ist er ja. Er hat auch einen Bogen. Und seine Rüstung ist weitaus besser als meine. Aber er hat irgendeinen negativen Effekt. Leute, das Positive muss überwiegen. Er ist im Wasser, kann ich ihn abschießen, zack. Er läuft gerade so ein bisschen weg, aber also wird mich nicht davon abhalten, ihn endgültig aus diesem Spiel zu werfen. Okay, Karotte essen auf 12 Uhr, das ist natürlich jetzt nicht so nice. Irgendein Effekt, das ist glaube ich Schnelligkeit, oder? Das war Schaden oder so? Nee, weiß nicht, ich habe auch einen Effekt jetzt. Nein, Hilfe. Ja, gameplay-technisch war das Video jetzt nicht so prickelnd, aber ich hoffe, dass ihr mal einfach mal meine Message hinter meiner Message verstanden habt und ich habe übrigens einen Kill gemacht. Das ist eigentlich schon relativ gut, nicht? Also wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wann ihr am meisten oder wann ihr am häufigsten Videos von irgendjemand auf YouTube schaut. Also falls ihr überhaupt keine Hobbys habt, dann esst einfach mal einen Milchreis. Okay.